Guten Morgen, nachdem wir gestern das Video gesehen haben mit den sechs tollen Hunden, die in einem Ex-Tötungsstation in Portugal sitzen und die niemand sieht. Ich blende das hier oben mal ein. Kommen wir heute zu den eigentlichen Hunden von der Tierrettung Portugal e.V. Toller Verein. Ich selber habe dort schon einen Hund von bekommen und meine liebe Freundin Trude, auch einen Hund vom haben wir. Also super Verein. Klasse. So, ich schaue mir die Notfälle an. Da habe ich geschaut, da sitzt zum Glück nur einer. Der Notfall ist aber in Deutschland. Ein super schöner Hund. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also optisch, der Knaller, die Augen. Haben ein Husky ist doch die blauen Augen. Im Winterfell. Ja, schöner Hund. Ja, natürlich, glaube ich, so wie aussieht, der Schalk im Nacken. Also optisch der Knaller. Schöner Hund. Gefällt mir sehr gut. Dogo sucht ein Zuhause. Rüde, kastriert. Okay. 1.8.21 geboren, also knackige 3 Jahre alt. Groß Mischling, oh, so mittelgroß. Lieb, Energiebündel, aktiv und verträglich mit Artgenossen. Das sieht man ihm schon an den Augen an. Also lieb ist, ein Energiebündel auf jeden Fall, aktiv. Verträglich mit Artgenossen ist natürlich ein Pluspunkt. Er ist aktuell eine Pflegestelle in Deutschland, Niedersachsen. Sehr gut. Dogo sucht dringend ein neues Zuhause. Der Röde ist Anfang November nach Deutschland gereist und sucht jetzt ein erfahrenes Zuhause. Okay. Ja gut, so ein junger Hund. 3 Jahre alt. Der sieht fit aus. Er sieht richtig fit aus. Wie man bei uns sagt, ein Knallgerät. Aber schön. Schöner Kopf. So, das kann Drogo schon gut. Ist stubenrein? Top. Kann alleine bleiben? Top. Fährt gut mit dem Auto mit? Top. Hat keine Schwierigkeiten mit Umweltgeräuschen? Super. Ist auch nur eins, Feuerwerk in einem guten Monat. Oder etwas mehr wie einem Monat. Ist nicht ängstlich? Top. Kann ich mir bei dem kleinen Knallgerät vorstellen. Sehr menschenbezogen? Super. Verträglich mit Rüden? Und Hündin, das ist schon super. Da er selbst viel Energie hat. Genau. Ich denke mal, es ist ein Hund, der direkt mit jedem zurechtkommt und dann erstmal tobt. Tobt, tobt, tobt. Da sind richtig die Augen, die nickligen Augen da. Die nickligen Augen. Finde ich super. Also gefällt mir sehr gut. Lässt sich überall anfassen. Super. Pfote, also hier Nägel schneiden. Nägel, Krallen schneiden und sowas. Bürsten und sowas, der müsste. Nochmal, das alte Fell, das Winterfell oder Sommerfell gehen, Winterfell kommt oder sowas, keine Ahnung. So, hieran muss mit der Drogo noch gearbeitet werden. Leinführigkeit, okay, da muss man etwas Zeit für haben. Kann meiner nach fast 3 Jahren immer noch nicht. Wir haben einen 8 Meter Laufleine, der macht, was er will, aber ist gut so. Ruhe herstellen, ja, kann ich vorstellen, Knallgerät. Drogo kann sich aktuell selbst noch nicht regulieren. Der hat Power, richtig Power, aber ist auch kein Problem. Und mit zum Joggen nehmen, Fahrrad fahren, durch den Wald laufen, keine Ahnung, Neues sehen. Am besten, wir haben auch so ein Knallgerät, unseren Nando. Der ist auch ein absolute Energiebündel. Wenn man eine Frau mit dem 10 Stunden oder 10, das war 10 Stunden, Schwachsinn, 10 Kilometer läuft oder mehr, merkt er gar nicht. Er hat zwar ganz kurze, knubbelige Beine, aber kein Problem für ihn. Wenn der aber eine halbe Stunde durch eine größere Stadt geht, nur zum Schnüffeln. Dann gibt er nachher im Auto um und pennt. Also Kopfsache. Wir müssen Kopfsache haben zum Arbeiten. So, Drogo ist ein freundlicher Rüde und ein wahres Energiebündel. Yep, kann ich mir gut vorstellen. Drogo braucht jemanden, der ihm klare Grenzen setzt, die Führung übernimmt. Genau, der würde noch ausprobieren. Ja, ich bin ein kleiner. Kleines, fittes Männchen. Ich will auch zeigen, wer hier der Chef ist. Kann ich mir gut vorstellen. Ist auch kein Problem. Da er ist ein sehr aktiver Rüde, der ein hohes Energielevel besitzt, braucht er auch einen Mix aus Bewegen und Ruhe und vor allem Regeln und Grenzen. Yep. Kann man dann bis heute noch nicht, aber der muss auch toben, zerren mal, Kartons kaputt machen, damit einem Tag, sagen wir, die Power rauskommt. So. Drogo ist aber jedoch niemals aggressiv, super, niemals aggressiv, sondern einfach schlichtweg noch sehr unerzogen. Junge.
fitter Rüde. Der Rüde hat viel Potenzial und ist lernwillig. Kann ich mir super vorstellen. Toller Hund. Wir wünschen uns für Drogo ein neues Zuhause, die ihm Leitplanken aus Auslass und Ruhe geben und in dem er ein wundervoller, entspannter Hund werden darf. Wünsche ich ihm auch. Also Top-Hund für ein junges Bärchen, die selber aktiv sind. Ältere natürlich auch, die auch ein bisschen aktiv sind. Familie mit kleinen Kindern würde ich mal sagen, eher nicht. Familie mit erwachsenen Kindern, wo die Kinder schön mit dem powern können, schön durch den Garten laufen können, schön Power, 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 Power. Wäre perfekt. Drogo, du bist ein super schöner Hund. Nochmals, Knaller. Die Augen sind echt. Da sieht man den Nalg in den Nalg, Schalk im Nacken, so sieht man es ja. Toll. Ja. Ich will, ich mach und ab geht's. Genau, du wirst eine Familie finden. Du bist schon Deutscher, Niedersachsen. Da ist er, Deutscher, Niedersachsen. Wer Interesse an den tollen, fitten Drogo hat, gerne bei Tierrettung Portugal e.V. nachschauen. Die URL blende ich oben rechts im Video ein. Nochmal unten in der Beschreibung im Text. Ja, genau. Ich wünsche dir alles Gute, Drogo. Vielleicht sehen wir uns mal irgendwann mal. Vielleicht mal irgendein Treffen von Hunden aus dem Tierheim oder sowas. Dich würde ich mal gerne kennenlernen. Tschüss.